Was sagte Kierkegaard? Der Mensch gleicht den Weihnachtsgänsen. Manchmal kommt einer Gans die Idee, dass sie außerhalb des Zaunes besser aufgehoben wäre. Und die eine Gans von den 100 Gänsen, die diese Idee haben, die trotz des Spottes aller anderen Gänse den Mut aufbringt, über den Zaun zu fliegen, die steht dann so alleine da, dass der Bauer auch noch in der Lage ist, auf die größtmögliche Aufmerksamkeit zu warten, bis er ihr den Hals umdreht, so dass dann alle anderen Gänse schnattern können: Das ist dumm, das macht man nicht. Oder wie ein Sprichwort sagt, bestrafe einen und erziehe Tausende. Randbemerkung der Geschichte: Von der Auflehnung gegen den König und der Kirche sowie den offenen Anfeindungen seiner Mitmenschen, die ihr bequemes Leben durch seine Philosophie in Gefahr sahen, geschwächt, starb Kierkegaard mit 42 Jahren an Herzversagen auf offener Straße.